Das war ein guter Run. Oh. Das war perfekt. Also der Move war wieder mal großartig. So, jetzt kommen wir noch einen vernünftigen Try hier. Genau, genau so habe ich mir das gedacht. Ich würde sagen, verdammt. Ja, ja, dann wäre er auch nicht aufgefallen, ne? Ja. Aber der klebt. Inux Essen. Nur. Haribo im Glas. Ja, aber ich darf sie nicht. Inux haben. Getränk. Haribo im Glas. Monster Juice, Double Juice, Double Zucker und Double Uhu. Weil wir wach bleiben wollen. Was ist das hier? Und dann wundert er sich, dass der Controller klebt. Ich bröpfe fast. Ja. Alles aus dem Glas. Ich fasse nichts davon an. Er trinkt Haribo aus einem Glas. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnt haben, falls es noch nicht durchgekommen ist. Ich trinke. Ich weiß nicht mal, was ich jetzt schaffen soll. Oh, über die Bande, hast du gesehen? War da überhaupt ein Briefkasten? Ich weiß nicht. Aber man kann sogar ein bisschen Gas geben. Irgendwann noch kann ich die umtauschen, aber es ist halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie kaputt ist. Glaube ich eigentlich auch. Der ist einfach direkt vor mir erschienen. Ja, ja klar. Und wie hast du reagiert? Ich bin reingelaufen, gestorben. Jo, Abend. Herzlich willkommen in der Salzmine. Oh. Und wir gehen direkt rein. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte komplett viele Seelen verloren. Sonst wo im letzten Ackerland. Und ich brauche 34.000 für ein Level Up. Also wirklich. Das war schlimm. Das weiß ich noch. Aber okay, schauen wir mal, ob wir heute mehr Glück haben hier auf dem Pfad. Wo ist eigentlich der andere Kollege? Guan Yu. Der hat sich schon verzogen. Was ist das hier? Nichts. Ah doch, guck mal. Ah okay, das hat er natürlich jetzt auch nicht gespeichert. Das hatte ich letztes Mal schon losgeschickt, das Boot. Das müsste irgendein Shortcut sein, ne? Oh, den hätte ich wahrscheinlich schon mal nehmen sollen letztes Mal. Rache erfolgreich. Ja toll, das bringt sich ja. Ich weiß halt nicht, wo ich da letztes Mal gestorben bin. Das war halt sonst wo. Ah, super. Ach ne, Kreis nicht, L1. Oh Gott. Aufstehen, Junge. Fuck! Kann man jetzt bitte mal töten, Jungs? Danke. Da hinten ist das Boot. Im Arsch? Ja. Ja, moinsen, Zephrik. Es wird wieder eingesalzen. Und abgetiltet. Aber diesmal habe ich mal. Was ich letztes Mal, glaube ich, nicht gecheckt habe, ist das mit dem Boot. Und wahrscheinlich ist das hier ein Shortcut.
Ja, ist es. Ja, den, ich meine, es war jetzt auch nicht so viel, ne? Muss man auch sagen. So ein krasser Schocker ist es jetzt gar nicht. Aber den habe ich zwischen letztem Mal schon nicht gecheckt. Salzen und Titten. Nee. Die werden schön, aber es ist leider der Tilt, der hier auf einen wartet. So, irgendwelche Schuhe. Oh! Das ist 1.000.001. Erste. So, das muss ich jetzt hier absammeln. Tigersiegel brauche ich auch nicht. Noch niemand. So, was ist jetzt hier oben? Ach, das ist er. Okay, da brauche ich nicht hin. Den habe ich eben schon gekillt. Ey, was zur Hölle? Verschissenen Hölle. Aber guck mal, jetzt habe ich mein Level ab. Das sollte ich vielleicht mal eben holen, ne? Ist ja nicht weit. Und mein anderes Level ab wartet immer noch da, wo ich gestorben bin. Was wieder so eine, ja, bevor ich jetzt nochmal die Hälfte verliere, ne, das war jetzt schon die Hälfte meiner Sachen und die andere Hälfte liegt ja noch da, wo ich letztes Mal gestorben bin. Also hoffe ich, ne, ich habe ja dann einfach ausgemacht. Vielleicht hat er auch einfach dann gar nicht gespeichert oder so und ich habe die gar nicht verloren. Ich habe die gar nicht verloren, sonst wäre der orangene Dingens am Start. Oh Mann, wieso hast du mich abgestochen, du Spast? Ich hätte ihn richtig schön von hinten erwischt. Gehen wir mal hier. Oh, den Hund habe ich auch noch nicht ausgewechselt. Das muss ich jetzt auch gleich mal eben machen. Ach geil, ja, okay, verstehe. So, okay, okay, alles cool. Alles easy. Und einmal kurz, kann ich den Hund so wechseln? Nee, das muss ich auch an der Standarte machen. Das Krokodil auch jedes Mal wiederkommt, ne, wenn man gerastet hat. So. Zauber. Nee. Kampfvorbereitung. Gottbestie auswählen. Hier, Tankshill, ne? Ja. Vielleicht sind die auch alle irgendwie gut und schlecht. Vielleicht werden die nicht unbedingt besser mit je weiter man die im Spiel bekommen hat. Aber aufleveln kann man die ja, glaube ich, nicht. Oh, warte. Diesmal hätte ich dich aber gerne mal wirklich erstochen. Wie ihn das fast komplett killt, der Abstecher.
ja doch was. Okay, okay. Da leuchtet doch irgendwas drin. Wieder. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, den ich hier gerade gehe. So, okay. So. Von der anderen Seite geöffnet werden. Bin ich hier doch irgendwie richtig? Dann muss ich da oben drauf, würde ich behaupten, und von oben irgendwie rein. Ah, hier zum Beispiel. Das ist doch 100% eine Falle, ja, ich muss es. Jo! Hallo! Ja klar, kein Problem. So. Drachenheilungspulver. Oh, aber das hatte ich vielleicht schon mal. Und da sitzt das auch gar nicht, ne? Das ist. Na, verwechsel ich immer. Okay, scheiße. Yo, Wilson, moin. Ja, aber letztes Mal bin ich ja hier wieder so rausgetiltet und meine Hälfte. Die Hälfte meiner Seelen liegen jetzt halt hier irgendwo, wo ich gestorben bin. Ich habe keine Ahnung. Und hier muss man ja irgendwie unten reinkommen. Das verstehe ich halt auch nicht. Ist nichts. Aber dass das erstmal auffällig, da leuchtet es schon raus. Und unten sieht man halt auch, dass es da drin leuchtet. Und es ist eine Tür, die man nur von der anderen Seite aufmachen kann. Man muss also auf jeden Fall da reinkommen. Auf jeden Fall muss man da reinkommen. Vielleicht hierher? Das war jetzt bestimmt der dümmste Move, den ich machen konnte, ne? Achso, ne, okay, aber ich verstehe, so schon war es jetzt gar nicht. Aber wie kommt man in die Hütte rein, verdammt? Hat null Sinn. Oh. Oh. Vielleicht ist es das. Ah. Da ist es doch endlich, na also. Der mit der Scheißfahne. So, jetzt ist hier die Tür auf. Jetzt ist die Frage, war das andere jetzt auch noch ein Weg? Hier lang. Oh, was ist er denn für einer? Okay. Oh, was für ein Pisser. Da oben schießt der Wicht. Oh, scheiß auf ihn, Leute. Scheiß auf ihn.
Also, warte. Ey! Orientierung wird halt gerade schon wieder komplett gefickt, aber gut. Level 10. Warte mal. So. Wurfmesser, diese Wurfmesser. Bärengalle. Okay. Keine Ahnung. Da liegt auf jeden Fall noch was auf dem Boot. Hier geht's ins Loch. Antistatische Nadel, was soll ich denn damit? Die Kraft schwindet, wieso? Was ist mit Liu Bei schon wieder los? Warte. Ach, Liu. Schaden gemacht. Hey, was? Warte, warte. Was ist mit der Schlange? Was ist das für ein grünes Zeug? Armschienen? Das ist doch wieder, ne? Ich habe gleich wieder 30.000 zusammen und weiß ja wieder überhaupt nicht, wo ich bin. Okay, ich weiß so halbwegs, wo ich bin. Alles mal was war. Wow, Junge, mach keinen Scheiß. Noch 5 Heilungen. Keine Ahnung. Ne, das ist es nicht, ne? Wo geht's weiter? Oder war es alles nur ein Abzweiger? Über die Fahne, ja. Ich ja gerade auch schon, oder? Oder ist das ein anderes Schiff und es sieht einfach nur alles gleich aus? Man weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist hier ein anderes Schiff.
Also hier ins Loch kann ich noch rein. Oh oh. Sonst ist hier nichts. Da muss ich mich wohl mit ihm anlegen. Der ging klar. Oh, er lebt noch. Okay, der hat jetzt den Ausgang bewacht. Wieder hier, ey. Atlas in 1,5 Monaten, nice. Das sind noch gute Nachrichten. Oh nein, Liu Bei, ist der wieder tot? Wo liegst du? Ach, du lebst doch noch, oh Mann, ey. Er ist fast tot, ja, ja, genau, aber Mann. Wohin geht ihr, Leute? Ey, sag mal, wer ist hier eigentlich der Anführer, bitte? Und da hinten leuchtet da was? Das sieht immer so aus, als leckt da was. Von weiter weg. Hier ist ja nichts mehr. Warum ist er 2 Level unter Guan Yu? Ja, kann, wahrscheinlich, weil er zu oft stirbt. Vielleicht verlieren die auch ein Level, wenn man die retten muss, weißt du? Aber weiß ich nicht. So, was ist das jetzt hier für ein Müll? Guan Yu, was machst du denn da? Komm, Guan Yu, du schaffst es. Wird er es jetzt schaffen? Ah, es war knapp. Aber daneben, Guan Yu jetzt wieder am Absprung. Oh, und es war wieder ein... Leider wieder vorbei. Knapp hat er es nicht erreicht. Ah, vielleicht war ein bisschen Anlauf, Guan. Ja, das war noch nicht genug Anlauf. Komm jetzt, wenn alle nochmal anfeuern, jetzt schafft er es. Ah, wieder leider knapp daneben. Also verbündeten Spielen darf man spielen, die NPCs ruhig zu einem glitschen. Ja, ja. Was ist, wenn ich mich jetzt ein bisschen nach hinten bewege? Guan, schaffst du es dann? Gibt keinen. Okay, also die Frage bleibt, wo muss ich hin? Jetzt könnte ich natürlich mal kurz, ne, weil ich jetzt eh hier bin. Mal kurz an die Standarte. Der ist planschen gegangen, ja. Nee, sterben ist das einfach manchmal so, ja. Oh, guck mal, 2000. Ich brauche nur 2000 für ein Level Up, das hole ich mir auf jeden Fall mal eben. 3000. 2000.
1 Angriffskraft, aber 6 Gesundheit. Ups, sorry. Okay, was jetzt noch nicht überall? Also der Shortcut ist ja safe. Also hier muss ich ja safe her. Krokodil nervt, safe, ja. Aber kann ich jetzt kurz warten. Das mache ich so wie eben. Rein ins Krokodil. So, und jetzt ist der Weg da, war irgendwie komisch. Hier ist der nächste Shortcut, hundertprozentig. Das heißt, da muss ich wieder ein Schiff. Da hinten ist auch schon das Schiff zum Ablösen, oder was? Das ist doch vielleicht eine Idee, ne? So könnte man es machen. Oh oh. Ah, der zweite kommt immer so mies. Oh. Okay. Orientierung wieder weg, nice. Ich wollte das Schiff da hinten, müsste es sein, oder? Da. Da mache ich es lose. Da sind. Wie komme ich denn da rüber? Also ich muss da irgendwie hin. Aber das sieht nicht so aus, als käme ich hier irgendwo rüber. Ey! Gott. Okay, Junge, extra für dich komme ich jetzt hier runter. Super. Oh, das war ein bisschen, naja. Ah! Liu Bei springt halt einfach hinterher. Der denkt auch nicht nach, der Junge. Was haben wir hier? Achso, hier ist. Ne, hä? Wieso ist jetzt hier plötzlich eine Fahne, die ich noch nicht aufgestellt habe? Aber cool. Fahnen immer gut. Sonst war hier aber auch nichts. Darüber springen wird nicht funktionieren. Guan Yu steht wieder da irgendwo rum. Aber ist das vielleicht gut, wo der ist? Scheiße. Komme ich nicht hoch, ne? Guan Yu, wie bist du da rüber gekommen, Mann? Also wieder hier. Kann man da vielleicht doch rüberspringen? Niemals, oder? Nee, fuck. Boah, wie mies. Einmal ins Wasser und du bist halt einfach so gut wie tot. Okay, aber hier ist direkt die Dings. Aber ich meine, komm auch jedes Mal das scheiß Krokodil wieder. Das ist halt auch bescheuert. Super easy zu killen, ne? Es gibt 6000. Nicht schlecht. Also genau, hier nochmal die Orientierung. Da ist das Boot, da will ich hin. Da ist der Shortcut, wo komme ich rüber? Das muss ja in die Richtung wahrscheinlich sein. Und da, wo ich eben auch schon mal war, ups, muss irgendwo ein Weg rüber sein, den ich übersehen habe. Hey, ich wollte den unteren abstechen, verdammt! Hat nicht so gut funktioniert.
Ist halt super fair, dass der andere von da oben noch die ganze Zeit am Ballern ist. Da oben, da komme ich aber auch nicht hin, ne? Junge, du triggerst! So. Jo, schönen Gruß in den Lurk. Ah, hier, guck mal, und jetzt hier hoch. Und dann jetzt hier rüber. Da bin ich doch da drüben, wo ich hin wollte, oder? Aber hier war ich ja schon. Guck mal, da. Ins Loch brauche ich ja eigentlich nicht. Ich will ja hier rüber. Das sieht doch gut aus. Vielleicht habe ich das eben nicht gemacht oder so. Jo. Jo, war komplett ruhig. Jo. Später. So, bin ich jetzt drüben? Ich glaube, ich bin drüben. Ja, hier ist der Shortcut, da hinten ist das Boot. Gut aus. Jetzt haben wir den Kollegen dann noch. Ah, jetzt dreht er sich um. Mies. Nice. So hält er so ultra viel aus. Alter, was peitscht der mich hier rum? Endlich. Da gibt der billige 2000 mickrige. So. Boot bitte einmal losfahren. So, dann einmal den Weg hier zurück. Neuntausend. Aber guck mal, wenn ich jetzt das Krokodil platt mache, dann kann ich ein bisschen aufknacken und dann kriege ich auch eigentlich ganz schnell die 9000. Ich hab's gegeben. Ich hoffe wieder 6000. Junge. So. Wie fehlen jetzt genau? Ich glaube 3000, ne? Nicht mal. 2000 fehlen. Nice. Immer noch keine 300 Angriff. Mies. Das ist ja schon ein kompletter Scheißstart. Das bringt ja gar nichts. So. Nochmal.
Na, mittlerweile kriege ich den sogar gewonshottet. So, jetzt der Shortcut. Der neue. Ach, scheiß auf dich. Level 11. Ist auch noch nicht so stark, ne? Oh. Er ist halt auch wieder da. Warte, ich will ihn überraschen. Ach, ihr beiden, ne? Ohne Schein. Den Beziehung zu Ganyu hat sich auf Alt Level 6 hochgezüchtet. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Was ist das noch für ein Abschnitt? Und da geht es wahrscheinlich weiter. Ja, okay. Gucken wir erstmal kurz hier. Oh, jetzt schießt da von oben natürlich noch so ein Huhn. Okay, die haben den hier oben alleine gekillt. Nice. Oh, hier sind schon Fähnchen. Schön. Standhaftigkeit 8 ist halt aber auch immer noch nichts, ne? Muss man auch mal sagen. Kanzlei eines Bürokratenpiraten. Was zur Hölle ist ein Bürokratpirat? Klingt irgendwie komisch. Ach man, Liu Bei. Oh man, ich. Es geht überhaupt nicht, Mann. Super geil. Was für ein Scheiß. 4 Heilungen einfach weg. Aber okay, dann war es das wahrscheinlich jetzt hier, dann kann ich wieder zurück. Fahne, genau. Okay, dann kann ich wieder zurück, aber weil ich jetzt keine Heilung mehr habe, gehe ich am besten trotzdem noch mal kurz zum Checkpoint. Und dann geht's hier hoch. Oh, okay, okay. Nicht da reinlaufen, Leute. Warum ist, glaube ich, noch eine Fahne oder so? Ach, scheiße. Den Weg am besten auch noch abchecken, aber vorher einmal kurz zum Checkpoint. Was ist da noch? Von da kam ich eben, um den Checkpoint aufzumachen, glaube ich. Wie viel brauche ich?
40.000, ach du Scheiße, okay, ist zu viel. Komm ich hier hoch? Komm. Perfekt. Dari, ja moin. Moin, moin. Kann es sein, dass ich hier letztes Mal gestorben bin? Weil die da hochgelaufen sind? Na, wie geht's? Ey, gut. Bisher läuft es auch relativ gut hier und sieht nicht so nach Ultrasalz aus. Bisher zumindest. Mann, Ruhe da oben. Hallo, Sicht. Boah, danke schön, danke schön. Warum müsste er eigentlich so ultra viel Leben haben? So, aber hier erstmal so ein Fähnchen, nice. Standhaftigkeit auf 9 gestiegen. Ja, warte, warte, Kollege, ich komme jetzt gleich hoch. Okay. Aber gut da gekämpft auf dieser kleinen letzten Ecke. Ohne runterzufallen. So. Genau, hier bin ich tatsächlich letztes Mal gestorben. Weil die hier hochgerannt sind. Also es war nicht genau hier, aber hier fing der Scheiß an. Oh, Sekunde kurz. Ey, wieso kann ich die auf Pause machen? Okay, es geht im Kampf nicht. Krass. Mann, oh jetzt. Super, super geil. Ich bräuchte mehr Plunge-Attack. Tot? Der kommt denn da hinten jetzt schon wieder an? Ah, der kam letztes Mal auch, oder? Oh Mann! Komm! So! Alles wieder ruhig. Alles klar, Sekunde mal kurz. Sorry, sorry. So, jetzt nochmal anrufen. Okay. 42.000, Level Up ist da. Also, Sekunde. Jo. Mm-hmm.
So, alles klar. Nächster Retro-Stream wahrscheinlich am Freitag, Leute. Diesmal nicht mit so einer ellenlangen Pause wenigstens dazwischen. Oh, beide sind schon wieder voll im letzten Loch. Am letzten Loch, ne? Dass man die nicht auch mal so zwischenheilen kann, das wäre auch mal nett. Stimmt, das ist ja auch noch. Freitag kommt ja auch noch Jamal. Oh, das habe ich ganz vergessen. Aber du hast recht. Aber das tatsächlich wurde jetzt das, was ich Freitag für die Schule hatte, wahrscheinlich verschoben. Das heißt, ich könnte auch früher. Aber du musst eh bis nachmittags arbeiten. Ne? Egal, dann machen wir vielleicht einfach eine Retro-Stream-Pause und vielleicht kommt der auch mit. Das wäre sogar vielleicht gar nicht so schlecht. Dann müsstest du mich nicht fahren. Sehr freak. Ist vielleicht sogar eine Idee. Ich kläre das mal ab. Vielleicht kann man das irgendwie gut kombinieren. Ja, das müsste sich ja gut kombinieren lassen. Dann fahre ich einfach mit dem Inok zu Jamal. Und vielleicht nehmen wir dann auch direkt den Schrauber mit oder so, dann, wenn der nicht mit dem eigenen Auto fahren wollte oder so. Ansonsten fahren wir halt mit zwei Autos. Und das ist doch eigentlich eine gute Idee. Und da gibt es einfach abendliche Pause bei Jamal. So, das ist eine gute Idee, hier reinzugehen. Die Frage ist, geht es jetzt hier weiter oder da hinten in dem anderen Weg? Ich dachte halt, da hinten geht's weiter. Und ich habe ein Level-Up dabei, Mann. Keinen Bock jetzt hier auf irgendeine Scheiße. Oder nochmal kurz zur Fahne. Ich will jetzt mal wenigstens nur kurz abchecken, ob ich sehen kann, ob es hier weitergeht. Tasse der Herzlichkeit. Komme ich darüber gejumpt? Oh, da ist auf jeden Fall eine Fahne. YOLO! Yes. Okay. Neue Level bauen, ja, nice. Ja, klären wir dann auf jeden Fall. Ich sag dir dann auch Bescheid, wie es genau läuft. Einfach wieder zurück. YOLO, nochmal zurück. Dankeschön. Kam ich jetzt hier hoch? Ich kam hier hoch. Ja, genau. Ja, und hier einfach noch eine Fahne. Standarte. Oh shit, da muss ich ja gar nicht zurück. Sehr gut. Aber Standarte ist. Es heißt Standarte immer, ich bin auf dem Weg, wo es weitergeht? Nicht immer, ne? Aber ich würde fast sagen, es geht hier weiter. Boah, das hätte eigentlich dreifachen Schaden machen müssen bei der Höhe. Stück Scheiße, danke. Hier komme ich her. Okay, hier komme ich wieder hoch. Sonst würde ich ja sonst lieber eben den anderen Weg noch abchecken. Ich glaube, hier geht's weiter. Okay. Da liegt noch was. Drei Pfeile. Yes. Dann wäre ich bloß ohne die klargekommen. So, dann erstmal jetzt nochmal den ganzen Scheißweg zurück. Level 17 mittlerweile, Standhaftigkeit 12, ist natürlich auch wieder übel.
So, da wollte ich nämlich dann noch rein. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht hier weitergeht. Das sieht auch aus, als würde es hier weitergehen, ne? Ey, scheiße, man weiß es halt nicht. Aber hier ist auf jeden Fall nochmal Fights und da ist noch eine Standarte, glaube ich. Komm, schneller, schneller, schneller. Ey, wieso drückst du nicht? Wieso machst du nicht? Was für eine Verarschung! Wieso macht der nicht? Super geil, Leute. Leute, ihr müsst auch mitkämpfen. Mann. So. Er lebt immer noch. Tapferkeit ist offensichtlich. Allerdings. Das war wenigstens der einzige für die Standarte. Okay, nice. So, jetzt habe ich hier zwei Parts, also zwei Stellen, die beide eine Standarte haben. Wo es an beiden komplett so aussieht, als würde es weitergehen. Woher soll ich wissen? Doch safe hier weiter, oder? So, haben wir jetzt noch mal eine Fahne. Sehr gut. Leute, wo seid ihr beiden wieder? Okay, sie sind da. Töten bitte. Wow, 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 heilen bitte. Mann. Hab ich nicht eine Fahne gesehen gehabt? Leuchtet hier nur so wie eine Fahne, ne? Aber es ist gar keine. Das ist diese scheiß Kerze hier, klar. Jetzt wird die so leuchten. Oh! Nicht reinlaufen, Leute. No hit, nice. Ich will wieder irgendwo hin, wo es schöner ist. Hier regnet es die ganze Zeit, alles ist irgendwie so grau. Was ist das jetzt hier für ein Scheiß? Hier ist nichts sonst, das kann nicht sein, oder? Hier muss doch wenigstens irgendwo eine kleine Fahne sein. Was ist da drin? Da drin liegt auf jeden Fall noch was.
Rang 5 Stahl. Okay. Ist aber keine Farm. Hier ist jetzt wieder die Treppe, wo es hochgeht. In den Kisten versteckt, man glaubt's nicht. Rang 6 Stahl. Ja, zwei Stück sogar. Sehr geil. In der Hütte liegt doch auch was. Ja. Rein jetzt, Mann, er hat wieder nicht den Abstecher gemacht. Wieso nicht? Hier komme ich, glaube ich, an das Ding, ein Feuerkessel. Oh, Röhrchen. Einmal schnell irgendwas Cooles, was ich nicht mehr brauche. Großer Knüppel des Polarsterns. Ah, das ist, glaube ich, die Waffe, die ich anhab. Ja, die schmeiß ich natürlich nicht hin. Dann den hier, komm, mit zwei Sternen. Weihrauchbehälter, toll. Jo, der Inok, ja moin, wo geht's denn da long? Ja, das ist die Frage, die ich mir die meiste Zeit auch stelle. Aber wo wir gerade drüber reden, habe ich jetzt. Ah ne, das ist. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, jetzt ist er wieder da. Mann. Komm schnell hier hoch. Geht nicht. Ja, und Inok, ne, wenn du mich hörst, Freitag ist eine wichtige Verabredung beim Döner Jamal in Wiel. Die schon super lange geplant ist. Die habe ich leider vergessen, was Freitag ist. Und da ist der gute Zephrik auch dabei. Und da ist die Frage, ob wir dann nicht vielleicht sagen, wir machen Freitag Retro-Stream, aber machen gegen Abend oder gegen Nachmittag Abend eine Pause, um einmal bei Jamal Döner essen zu gehen. Was würdest du davon halten, Inok? Ich stehe auf Döner. Ja, und du, ich weiß nicht, ob du Jamal kennst, aber Jamal ist hier der beste Döner. Ist wirklich ein Ausnahmedöner. Ja, alles klar, dann lass das so machen, oder? Dann machen wir Freitag Retro-Stream, können vielleicht schon was früher anfangen oder so und machen dann eine Pause. Oder wir streamen halt erst danach. Ich wäre für beides down. Ja, der ist wirklich, der ist top. Also wirklich, das Fleisch bei dem ist so nice. Lohnt sich auf jeden Fall. Davor und danach. Ja, alles klar, dann fangen wir vorher schon an. Machen dann immer einfach so eine lockere Pause von einer Stunde oder so, ne? Wir müssen halt nach Wiel und zurück. Oh, guck mal, da hinten ist irgendein Babo-Vieh, aber da ist auch noch eine Fahne. Und die will ich auf jeden Fall haben. Nein, 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 nein. Yes! Der Ninja, ungesehen.
Komm schon. Jetzt habe ich den noch gerufen, das wollte ich überhaupt nicht. Gerade wo er stirbt. Geil. Und bis 4:30 arbeiten. Und der ist bei dir um die Ecke. Ja klar, genau. Ach so, ich habe noch gar nicht gelesen. Okay. Ja, perfekt. Kommst einfach für unsere Verhältnisse früh. Ja, Seth, wir brauchen wir nicht einsammeln, aber vielleicht nehmen wir den Schrauber dann mit. Weil der will anschließend eh zum Seth. Und das kann man vielleicht alles kombinieren. Nice. Ja, sehr nice. Das wird geil. Ohne Scheiß. Das wird geiles Essen und es wird auch wieder ein geiler Retro-Stream, Leute. Die Dizzy-Flöte. Denn diesmal gibt es Sonic. Das können wir ja schon mal spoilern. Am Freitag gibt es dann Sonic 1 Original für die Mega Drive. Also nur eine Markierungsflagge. Sonic. Ja, auf jeden Fall original. Gibt ja hier alles original im Retro-Stream. Und am Freitag hauen wir dann mal die Sega-Konsole dran. Würde auch irgendwann mal eine Atari-Session geben. Wir haben nämlich auch ein Atari 2600 hier original. Wird es alles mal geben. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier reingehe. A, erstmal, ich habe noch ein Level-Up, was ich gerne ausgeben würde. Und B, es gibt ja noch diesen ganz anderen Weg. Und wenn ich jetzt hier reingehe, könnte ich mir vorstellen, dass da ein Boss kommt. Das ist zumindest die Tür, die zeigt so ziemlich genau in die Richtung, in die ich muss. Na, wäre ich da doch eben besser nicht umgedreht, ne? Aber woher sollte man es wissen? Ich dachte halt, safe, da geht's weiter. Okay, also einfach hier rein und dann rechts war ich noch nicht. Das kann man sich ja merken. So, Holz auf 40 und 299 Angriff. Nice, let's go. So, dann gucke ich jetzt erstmal nochmal bei dem anderen bepissten Weg. Oh, der ist halt auch einfach wieder da, der Vogel, ne? Verpiss dich. Komm, wir gehen jetzt einfach. Lasst euch nicht provozieren, Jungs. Einfach weitergehen. Wir haben ihn schon gekillt, wir wissen, wer der Stärkere ist. Und dann einfach wieder hier nochmal eine Standarte. 44.000 fürs nächste Level up. Was ist das hier? Nichts. Dann verpiss dich doch mit deinem scheiß Hammer, Junge. Ich wollte einen schönen Parry-Fight machen, aber du willst ja unbedingt, dass es nur getankt wird. Na gut. Level 24 mittlerweile. Das ist schon ordentlich. Aber Standhaftigkeit nur auf 16. Das hat auch wieder gekriegt. Gegner, die immer so abhauen, ne? Das ist halt auch nervig. Egal in welchem Game. Den würde ich halt lieber abstechen. Dankeschön. Nice. Krieger, Kriegskunst, Klassiker. Gut gemacht, Jungs. Hinunterklettern. Oh. Heiliger Lotus. Lotus.
Warte. Leute, nein, hier rum. Wir machen lieber von hier. Glaub mir, vertraut mir. Ah, es war, ja, war knapp. Leute, ihr müsst angreifen. Das ist das Ding. So. Und einfach zwei Heilungen weggeschmissen. Nice. Toll. Vor allem, wo ist denn jetzt hier? Wo war denn dieser eine Weg? Den ich noch abchecken wollte. Oh, warte. Jetzt habe ich halt nur noch drei Heilungen, ne, von fünf, also eben hatte ich noch fünf. Das ist halt schon wieder scheiße. Ah, er bringt ein Vierer-Kombo, okay. Kann man haben. Bitte gib mir Topfaufladungen. Aber ich glaube, hier ist der Weg, den ich eben meinte. Warte mal. Warte mal, das ist auch nur hier jetzt gelandet. Okay, ich bin jetzt irgendwie in das andere Gebiet gekommen. Okay, dann scheiß drauf. Jetzt ist er halt auch wieder da. Oh Mann. Dann scheiß drauf. Dann frage ich mich so, wo wollen wir denn jetzt? Ach ne, genau, hier hoch, genau. Kiste habe ich. Der Offscreen Parry Meister. Ja, zwei von drei. Nicht. Okay. Hier ist die Tür. Ja. Yes. Man erkennt seinen Angriff so schwer, weil er da so am Rumfackeln ist. Wo man ihn nicht kennt. Ich hab gedrückt. Ist ja nicht schlimm. So. Jetzt sehe ich hier schon mal wieder ein Shortcut-Schiff. War das eine gute Idee? Macht's gut, ihr beiden. Ich steche jetzt selber in den See. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich nicht. Aber dann weiß ich zumindest, wo der Shortcut ist. Guck mal, hier ist direkt die Standarte. Hallo? Oh, das ist sogar eine zum Aufstellen? Hä? Und hier geht's rein? Okay, okay, warte mal. Ausruhen. Ich brauche 44.000. Okay, bevor ich in die Tür reingehe, will ich auf jeden Fall noch die 44.000 voll machen.
5 Mineralienpulver. Und vor allem will ich auch nochmal Orientierung bekommen, wo ich jetzt hier schon wieder bin. Hä? Ja, kommt man nicht rüber, okay. Tagebuch einer Bewohnerin. Und ich habe halt 6 von 6 Standarten. Okay, aber 2 Dingens fehlen noch. 2 kleine Farmen würden noch fehlen. Aber ich meine, Standhaftigkeit Level 18 ist ja nicht so schlecht, aber ich bin jetzt 24, ne? Das ist 6 Level mehr. Da könnte man sich schon wünschen, die auch zu behalten. Nicht so gut. Aua. Oh, eingesetzte Drachentöpfe, zack. Sehr schön. Das ist nochmal so ein Sperrman. Ist doch bestimmt dann noch ein fahnenmäßiges Ding, oder? Oh oh. Hallo, Ganyu, ich gehöre zu deinem Team. Gedrückt, anscheinend im falschen Timing. Nein! Boah. Krass, und ich wollte sogar heilen. Hab mich verdrückt und habe in dem Moment einen perfekten Parry gebracht. Perfekt. Ja, da ist was noch so, so noch ein Fähnchen. Astral. Was, man kommt hier hoch, aber dann ist hier nichts. Das ist ja schon wieder Verarschung. Helle Bade plus 3. Nicht schlecht. Okay, jetzt bin ich hier schon wieder am Rückweg. Okay, dann wunderbar. Was macht ihr da? Was leuchtet hier was rum? So, ja, eine kleine Fahne würde fehlen, aber da scheiße ich jetzt im Notfall drauf. Das eine Level muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, aber ich bin ja Level 24. Und ich habe 41.000 von 44, ich brauche 3.000. Na, nichts fallen lassen, Junge, wenden, verwenden. Dann habe ich jetzt endlich die 300 Angriffskraft und 589, ja komm, Holz, Team Holz. Wie kann die Tür jetzt nur von der anderen Seite zu öffnen sein? Ich dachte jetzt safe, okay, alles gemacht, bla bla, das ist jetzt hier die Boss-Tür. Jetzt heißt es, sie geht nur von der anderen Seite. The fuck?
Das zerstört jetzt wieder meine komplette Orientierungsplanung. Ja, na toll. Ich meine, gut ist schon mal, es gibt anscheinend einen Shortcut, von dem ich von der anderen Seite aus direkt zur Standarte komme. Das ist schon mal nice. Aber wie komme ich denn da hin? Okay, also hier geht's nicht durch. Das bedeutet, hier übers Dach wäre wahrscheinlich zu billig, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht dann doch den anderen Weg, aber da war ich ja. Ich meine, ich muss mich mal dann hier nach immer jetzt links halten. Schaden, ich meine, ich knall mir gleich schon gut rein, ne? Oh, kann das sein, dass es hier schon ist? Ah, ne, das ist aber nicht das Item, was ich da gesehen habe. Oh, wie den Abstecher wieder nicht gebracht hat. Toll, die Kamera war halt wieder komplett auf meiner Seite. Scheiße. Danke, dass du mir ihn runtergebracht hast. So, warte, jetzt noch mal kurz die Orientierung wieder reinholen. Das ist aber das Item, was ich gesehen habe. Das heißt, der Shortcut müsste hier sein. Boah, ja, danke, danke, super. Und direkt auf 23 runter. Und direkt. Alter. Ja, du lässt nach. Also beim Abstechen machen die auch deutlich mehr Bock. Hallo, du bist doch schon so gut wie tot, jetzt hör auf! So. Mann. So, ich will jetzt eigentlich erstmal schnell den Shortcut hier aufmachen. So. Dann kurz ausruhen. Ich brauche noch ohne Ende. So, und dann jetzt gerade hier rein. Einfach Level 20, der komische Zombie hier. Kann trotzdem nichts.
Ja, dumpf gucken könnt ihr, ne? Wie ich ihn hier alleine fertig mache. So, warte, da hinten. Sehr gut. Rang 6 Stahl, 3 Stück. Sehr schön. Ja, das war's hier, glaube ich. Ja. Okay. Jetzt sind wir da. Machen wir noch einen Zusatzraum. Oh shit. Oh, man rennt doch nicht einfach in die Mitte, wenn alle die Pfeile schießen, Mann. Jetzt machen wir wenigstens einen Parry. Ach, sie lebt noch. Ja, guck mal, der hat sie noch nicht mal umgebracht. Was ist er denn jetzt für einer? Ist der weiße Tiger jetzt Freund oder Feind? Jo, da, IBB. Oh, ich fürchte, er ist ein Feind. Ey, aber der Feind, dein Feind ist auch mein Feind. Macht uns das nicht zu Freunden, Sun Yan? Oh, nett. Nach oben geschleppt, beide Kong Strong ausgelaufen, komplett ändert sich ein ganzes Wohnzimmer. Oh Mann. Ja, das ist Abfuck. Ja, die Sequenz war auf jeden Fall wieder cool, ne? Da kann man schon wieder nichts sagen. Dann sind wir direkt mal den Schlangengott. Ah ja. Ich werde in der Zwischenzeit zerkaut. Gut, naja, wir werden nicht so sehr. Und sie stehen noch. Hallo. Abstech. Schnell, ne? Hilfe! Hochholen! Ich habe ihn nicht geblockt. Ich habe keine Heilung mehr. Leute, haut mal mit drauf.
Achso, die leben alle nicht mehr. Oh Mann. Hochholen. Na, weil ich die Penner wieder hochholen wollte. Ja, ist aber okay, der Boss, glaube ich. Ich glaube, der geht fit. Da kann ich jetzt aber hier doch bitte einfach durchlaufen, oder? Wo sind die beiden Kollegen? Wo sind die? Hä? Wo sind die beiden Wichser? Irgendwie nicht da, ja. Wow, okay, der Ultra verzögerte. Was für ein Hurensohn. Mann. Ey, Mann, Leute, wegen euch, weil die jetzt einfach nicht dabei sind, habe ich hier einfach ein Level verloren. Okay, okay, der ist auch sehr verzögert. Was für eine Scheiße ist das? Ja, keine Heilung mehr. Super. Geil, wo sind die beiden Wichser? Level 19, toll. Noch nie bei Volon gesehen, dass ich glücklich war. Ja, die Momente sind kurz. So, wo sind die zwei Bastarde? Das gibt's ja wohl nicht. Was für eine Scheiße. Jetzt muss ich jedes Mal zwei... Das kann auch nicht sein, oder? Liu Bei war der zweite, ne? Soll ich jedes Mal zwei Tigersiegel benutzen, um mir die zu holen? Das kann es ja wohl auch nicht sein. Check ich nicht. So, aber jetzt sind sie wenigstens dabei. Mann. Hallo, wo rennst du gegen? Der Ultra verzögerte wieder. Nur wenn du die tot liegen lässt, das kann sein, aber gerade dadurch habe ich es einfach nicht geschafft, sie wieder zu beleben. Ne? Das wird halt irgendwann auch schwer. Weil die kriegen ja immer nur die Hälfte dazu. Das heißt, irgendwann sterben die ja nur noch. Wenn beide mal tot waren quasi. Da, Liu Bei, was ist schon wieder mit ihm? Der ist jetzt gleich schon down. Sogar New Du machst jetzt du. Mann. Toll.
Sie sind ja schon wieder beide komplett am Abkacken. Das kostet mich ja locker immer eine Heilung, weil er mich dann auf jeden Fall hart trifft. Und der nächste ist wieder down, man glaubt's ja nicht. Oh nein, er ist komplett beschissen, der Boss. Super nice. Oh Mann, nee. Jetzt schon kein Bock mehr auf den Boss. Guan Yu braucht Unterstützung, Junge, hier. Und jetzt sind wieder beide tot. Alter, was für eine Rotze. Was für eine Pisse. Vielleicht lass ich mal kurz beim Schmied vorbei und gucken, ob ich die Waffe nochmal aufrüsten kann. Und das sagen wir ein bisschen erstmal das Muster von abchecken. Ich bin jetzt eh schon auf niedrigstem Level, ne? Ich habe ja nichts mehr zu verlieren, großartig. Super, fängt gut an. Oh mein Gott. Boah, ist das schwer, den zu parieren! Junge! Sehr schnell. Und ich sehe nichts. Letzte Heilung. Oh Mann, ich habe noch nichts. Alter Schwede. Mann, Alter. Was für ein Scheiß. So, also okay, jetzt gucken wir mal kurz hier reisen. Reisen. Andere im geheimen Dorf. Junge, Junge, Junge. Ich kann jetzt nicht für jeden Try zwei so Tigersiegel verbrauchen. Das ist doch auch übertrieben. Dann habe ich nach dem einen Bossfight habe ich keine Tigersiegel mehr. Also die sind doch Tigersiegel, wenn ich mal gesagt habe, die sind unwichtig, die sind mega wichtig. Und unten liegt was. Das hole ich mir gleich. Jetzt wird nicht gepennt. Oh, Rang 5. Ich kann sogar zweimal aufrüsten. Alles klar, dann einmal bitte verbessern. 372.
416. Oh shit, Rang 7 Stahl. Wo kaufst du mal ein? Lidl kaufe ich ein, Rewe und Hit. Das sind die drei Läden, wo ich einkaufe. Aber Lidl ist schon geil. Die sind zwar auch echt hart angezogen mit den Preisen in letzter Zeit, aber ich finde die Produkte, die die haben, sind teilweise schon nice. Und Standarte? Hit nie gehört. Ich weiß nicht, ob das irgendwie das Ding, so ein Ding ist, was es nur hier gibt oder so, aber es ist, glaube ich, auch eine Kette. Ist im Endeffekt vergleichbar mit Rewe, mit Rewe oder Kaufland. Was meinst du mit Standarte? Einbettungen, ja, scheiß mal drauf. Hier an der Standarte. Was ist hier an der Standarte? Ach so, dass ich immer so hier, wo ich immer einkaufe, oder was? Genau. Okay, jetzt habe ich zumindest ja schon mal... Okay, ich muss mal kurz gucken, vielleicht kann ich auch die Rüstung noch hochrüsten. Und zwar hier. Guck mal, kann ich nämlich. Sollte ich alles mal machen. Okay, alles ein hochgerüstet und Waffe 2 hochgerüstet. Das ist ja schon mal was. Hitzebeständiges Eis, toll. Wer ist denn mit irgendwas, was man gebrauchen kann? Hey. Neue Tafel? Mhm. Heiliger Lot, gib mir mal was zum Heilflaschen aufpowern, bitte. Geizige Sau. Hier, habe ich zufällig deinen Schlüssel irgendwo gefunden? Ja. Na, hat sich nichts geändert. Mystischer Kranich, ja toll. Ganz toll. Ja, ich glaube, das war's dann, ne? Was ist bei dir? Naja. Ja, und hier war nur umskillen, ne? Oh, hier ist noch eine Kiste? Nein. War wieder Auszeichnungsbelohnung? Hm. Ist du schon Kranich? Nichts, was ich gebrauchen kann. Bronzeschwert, ganz toll. Okay, dann wieder reisen. Hier, ne? Aber wo ist es jetzt? Woher weiß ich, wo ich hin muss? Das verlorene Heile aktiv. Das auf keinen Fall. Das könnte es sein, oder? Ja, will ich, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist.
Auf jeden Fall das Bootgebiet, aber ich will auch jetzt am Ende vom Bootgebiet sein. Bin ich, okay. Ja, dann ist jetzt die Frage, ne? Tigersiegel verpulvern, um richtige Tries zu haben, oder versuchen, den Tiger irgendwie zu durchblicken. Aber alleine ist der ja komplett schlimm. Welches Level bin ich jetzt? 19, ja. Ich bin auf meinem Minimum-Level. Okay, Moment. Na, was gibt es da? Moment. Ja. Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Tigersiegel. Habe ich jetzt eigentlich keinen Bock, die alle zu verballern. Jetzt einfach nochmal alleine rein. Ich kann ja eh nicht viel verlieren. Ne? Mein Level ist eh schon minimal. Oh, und er nervt halt jetzt schon wieder. Aber ich stecke jetzt wenigstens ein bisschen mehr ein und ich teile gut mehr aus, hoffe ich doch. Und den zu blocken ist halt auch einfach mies. Ah, oh, man kann ihn nicht parieren. Boah, das ist eine miese Scheiße. Ah, jetzt macht er den. Okay, super. Man hat ja zum Glück 4 Millisekunden Zeit, um es rauszusehen. Okay, dann macht er noch so einen dritten hinterher. Man sieht gar nichts.
Ja, dazu sage ich nur Slane, ja. Naja, der Boss gefällt mir nicht so richtig gut. Zu viel Rumgewirbel und so. Und was halt nervt, ist, dass ich meine Leute nicht dabei habe. Aber ich will jetzt auch nicht da meine ganzen Tigersiegel einfach nur verpulvern. Deswegen will ich am liebsten, dass ich jetzt, wenn ich einen halbwegs drauf habe oder so, dann hole ich die beiden wieder rein. Oh, er fängt halt schon so scheiße an. Boah, Junge, geht's mir auf den Sack. Oh Mann. Okay, bei dem Kick auf jeden Fall auch sehr verzögert. Da gibt es halt auch wenig Gelegenheiten, um einen roten zu blocken. Ne? Und wenn, dann ist der super schwer zu parieren. Das ist auch nicht so geil, die Schlange, oder? Habe ich so den Eindruck. Achso, dann auf einmal ist der Vierer-Kombo, okay. Mann, man kann ihn nicht parieren. Es geht nicht. Noch nicht. Aber okay, schon fast halb down gehabt. Das war, glaube ich, schon besser als eben. Also als erstes, ich hau jetzt mal wieder den Hund rein. Irgendwie fand ich den besser. Welcher war das? Er hier? Ja, ne? Baihu. Ich kassiere alles. Ich kassiere alles. Jetzt kommt. Oh.
Mann, diese Scheiße. Wenn ich den mal gut parieren könnte, dann wäre schon viel gewonnen, glaube ich. Yes! Ja, siehste? Die muss ich einfach viel öfter parieren. Was macht er? Was ist das für ein Move? Mann, hätte ich den gekriegt. Yes. Scheiße. Aber wenn ich seine verzögerten Roten parieren könnte, immer konsistent, dann steigen, glaube ich, die Chancen. Wie bekomme ich eigentlich immer diese 1000 Seelen dazu, wenn ich sterbe? Das macht es ja auch total nice. Ist auch irgendwie schwerer zu parieren, als es aussieht. Mann, wieder zu früh. Der ist mies, ne? Ja, aber der sieht eigentlich aus, als wäre der gut machbar. Er hat auch nicht einen roten Angriff gemacht.
Oh, dieser Stampfer, der ist. Ja, und dann bringt er den roten. Ist das so nett, Junge. Oh. Stück Scheiße, Mann! Er macht den Roten auch viel zu selten. Wie lange soll man da kämpfen, damit man den lernt? Wie soll sich mein Muskelgedächtnis aufbauen, wenn er den nur alle Jubeljahre mal einsetzt? Da, aber wieder plus 1000. Ich bekomme irgendwie jedes Mal, wenn ich da sterbe, ein bisschen was dazu. Also wenn ich den 100.000 mal mache, habe ich ein Level up. Habe ich ihn gehabt, aber es war auch wieder mehr Glück. Man blockt immer zu früh, weil der so ultra verzögert ist. Da hat der Tiger den gecancelt, oh Mann. Die Sicht ist halt so geil. Nice. Yo, YKB, moin. Mann, und ich hab nur 3 Heilungen, jetzt gib rein. Man kann ihn. Super geil. Das Ende läuft wieder perfekt. Komm schon.
Na! Aber das lief nicht schlecht. Ja, morgen Arbeit. Leider morgen wieder arbeiten. Aber es lief jetzt schon gar nicht so schlecht. Das war jetzt echt schon ein guter Run. Hätte ich am Ende nicht so ultra hart reingekackt, hätte das schon einen geben können. Oh, gib mir was, womit ich arbeiten kann. Super geil, super geiler Typ. Nein, oh Mann, ey, da würde ich auch direkt neu starten, wenn er mich damit erwischt. So mies. Yes. Okay, kein Problem. Mann, du bist so ein Stück Scheiße, Junge. Der mies zu blocken. Mann! Hä, was war? Ich sehe halt gar nichts. Aber okay, er hat mich gekriegt. Okay, der Run war jetzt wieder nicht so gut. Aber bald könnte ich vielleicht die beiden nochmal dazu holen. Ich habe doch gedrückt. Aber noch ist es mir zu unkonsistent. Wieder zu früh. Wieso habe ich eigentlich die Lanze die ganze Zeit? Hä? Warte mal. So.
Ist die denn besser, die Lanze vielleicht? Scheiße. Bin ich verwirrt, ob das vielleicht mit der Lanze besser ist. Aber die hat doch auch keine Holzskalierung, oder? Das kann gar nicht sein, dass die gut ist. Ich muss die roten parieren, das ist der Schlüssel. Das ist halt einfach der Schlüssel, aber der ist so schwer zu parieren, der Scheiße. Die Scheiße. Shit. Yes! Hallo! Ah! Mann! What the fuck? War am Ende wieder komplett reingekackt. Davor war's gut. Ein typischer Fropfensieg, sah gerade kurz danach aus, ne? Hm. Ja, soll ich jetzt nochmal die beiden mit dazu holen? Eigentlich wäre es jetzt nochmal, wie viele Tigersiegel habe ich denn? 78, ja komm, dann holen wir jetzt nochmal den guten Liu. Hol sie rein, ja. Ja, die kommen jetzt mit rein und das müsste jetzt dann eigentlich... Müsste doch dann jetzt eigentlich eine gute Chance schon sein. Ja, ich habe noch einige, ne? Aber ja, ne, lieber zu viel als zu wenig. So, Leute, und jetzt achtet einfach, ich hoffe, ihr guckt mir einfach zu, Gion Yu und Liu Bei. Und ihr macht es dann ähnlich wie ich. Der läuft schon mal sehr gut. Wurde ich überhaupt schon mal getroffen? Nö. Absolut nice. Der No-Hit-Run, Leute. Zählt nicht als Hit. Na, Scheiße! Das war so ein schöner Run.
Heilung! Boah, der Offscreen Parry! Boah, es war eine Heilung verschwendet. Scheiße! Oh, der eine ist schon weg, Liu Bei ist schon weg, ich habe nicht drauf geachtet. Aber wenn man auf die achtet, ist man auch verloren. Müsst euch schon selbst helfen, Leute. Mann, jetzt mach! Mann! Oh mein Gott, wie kann's bloß so schlecht laufen? Scheiße! Mann! Yes! Zack, Junge! Hier! So sieht's aus. Oh shit, jetzt kommt die weiße Tigermacht. Das ist die Frage, ne? Der könnte dann echt geil sein. Aber das denkt man jedes Mal, wenn man die Sequenzen sieht. Bei den Sequenzen denkst du immer, denkst du jedes Mal, okay, jetzt habe ich die OP-Götterbestie. Aber dann ist sie gar nicht so geil. Außer der Tiger, der, also der normale Hund, der ist bisher gut. Steuerrat soll mit dem abgeschlagenen Kopf, genau. Das wollte ich auch sagen. Junge, das Gesicht. Bildhübsch. Ach komm, der konnte eh nix. Sun Yan. Ich meine, geil wäre natürlich, wenn du einen dabei hättest, der sich in so einen Tiger verwandeln könnte, ne, und dann alles wegrockt, aber das wird's ja nicht geben. Ja. Tropf mir der Einzige, der cool bleibt. Ich verzieh mich, Leute. Was bist du denn?
龙庆他一个人潜入董卓身边了，与老朽一同前往梅屋。 Immer eine Megastory erzählt, du stehst immer leblos daneben, ja. Pfropfen scheißt auf den ganzen Scheiß, Mann. Ihm ist halt alles egal, er will nur töten. Dir wurde dank deiner starken Bande der Schutz der Götterbestie Baihu gewährt. Ja gut. Nachfolgetrophäe. Alt mit Sun Chi und Sun Quan geschworen. Okay. Tigersiegel 2 Stück, nice. Rang 5 Stahl, ist egal. Kavallerie-Wurfspeer. Alles Müll. Tigersiegel sind gut. Ah, das ist der Oberbabbo, ne? Festung Maiwu. Oh, und jetzt wieder, ne, dieses typische Null, alles auf Null. Es ist demotivierend, jedes Mal. Und auch wieder Level Null. Aber wenigstens ein Level ab. Bist du jetzt der Kollege, der mitkommt? Okay. Warte, ich gucke mal kurz hier rum. Ja, gibt keinen Weg. Aber nicht, dass der noch was anderes zu erzählen hat. Kollege. Mit Ki könnt ihr voll rasch zu einer Leiter heranwachsen lassen. Wieso gehen wir nicht zusammen, Mann? Okay. Oh, okay, wartet. Dankeschön. Okay, ich hab's verstanden. Ihr seid
ist halt ein nerviger Kerl. Ich besser meinen Heilzauber schnell noch benutzen, als er gebrochen war. Oh naja. Feuerkessel mal 3. Rang 6 Leder. Ja, was ich brauche ist Rang 7 Stahl. Das wäre stabil. Oh. Oh, was für eine Invasion. Noch nicht jetzt, Mann. Ich hätte ihn abstechen können. So. Zwei Tigersiegel und eine Wachstreitaxt. Das ist die Axt, die der hatte, die war schon, sah schon nicht schlecht aus, ne? Was hat der null Schaden gemacht? Toll. Besonders weil ich gedrückt habe. Hund ist geil, der cancelt halt jeden, ne? Standarte. Also da geht's ja jetzt wahrscheinlich weiter, ne? Dann gucke ich mich erstmal noch kurz hier um. Oh, das war keine gute Qualität. Streitaxt plus 4 mit 3 Sternen. Klingt gut. Auf die Alarm zu schlagen. Oh nö, das sind wieder die, ne? Diese Assassinenpenner.
Oh, seid ihr nervig. Na, okay, ging. Kappe des Assassinen. Eine Heilung, sehr schön, habe ich wieder volle Heilung. Oh, warte. Hat sich keiner gesehen. Warte mal, ich will da wieder hoch. Ich will irgendwie hier aufs Dach. Aha. Liegt da noch was? Scheiße, hier wäre der Hund auch gut. Mann, oh! Ist halt super easy zu dritt. Ihr seid komplett nice. Lass mich raus jetzt da. Mann, dieses Fickspiel, Alter. Pude. Kommst nicht mal da raus. Du bist ja so ein toller Hecht, Junge. So, warte. Lass mal kurz, ey, mit der Tolke, mit der Trommel. So. Schuhwerk des Assassinen, 4 Sterne. So. Heilung ist wieder da. Der hat meine Sachen. So, dann. So. Dann so. Hallo. Mann, man sieht halt einfach, es ist komplett mit der Beschiss. So, meine Sachen habe ich wieder, an alle tot. Perfekt. So, jetzt ist ja auch wenigstens bitte was Korrektes drin. Salzen lieben wir. Du hast doch vergessen, Kollegen zu rufen. Stimmt, ich habe gar keine Kollegen am Start, ne? Hast ja vollkommen recht. Dann werden die jetzt erstmal geholt. So, erstmal, wie viel brauche ich für ein Level ab? Bestimmt 45.000. Ja, 45.500. Das knacke ich nicht auf. Da hole ich mir die lieber kurz so noch. So, Guan Yu, der gute Alte. Welches Level ist er eigentlich mittlerweile? Welches Eid-Level meine ich? 7. Und Liu Bei 6. Fast 7. So, ihr zwei, da seid ihr wieder. So, dann geht's jetzt wieder los. Aber lasst mich erstmal den jetzt hier schön abmeucheln. Hier kann man sich auch eigentlich richtig gut durchmeucheln durch die Stelle hier, ne? Ich weiß nicht, wie viel Seelen die so geben, aber
Achso, er ist schon runtergesprungen. Oh. Hier ist eine Leiter. Okay. Ja, jetzt habe ich mein Level ab. Wunderbar. Also ich denke ja mal, dass es hier weitergeht. Ne? Also ich weiß es halt wieder nicht, aber entweder es geht hier weiter oder da hinten durch die, durch das offene Tor. Doppelschwerter des galanten Schwertkämpfers. Ich würde sagen, komm runter. Pfeile. Ich gucke jetzt einfach erstmal hier, ob hier zufällig sichtbar Ende ist. Ja, weil sowas bist halt einfach zu dritt viel besser unterwegs, ne? Lohnt sich dann schon eigentlich die Leute mal zu holen. Okay, sonst ist hier nichts. Okay, dann war hier einfach eine Sackgasse, wunderbar. Wunderbar. Nice. Achso, ja. Ja, würde ich ja sagen. Was ist hier noch? Mann, da lag tatsächlich noch was, ne? Was für eine Scheiße. Da hinten liegt noch was, ja. So. 5 Mineralienpulver. Für einen gesunden, starken Start in den Tag. Okay. Wieder Bronzestreitaxt plus 4 mit 3 Sternen. Wir hätten es noch von Zauberer. Drachenheilungspulver. Ist das jetzt mal das Richtige oder ist das wieder eine Scheiße? Nee, das ist genau das Falsche. Ich brauche diese Adernblatt, genau. Drachenadernblatt. Oder Drachenader irgendwas. Nett, aber kein Problem, Kollege. Ich komme jetzt hoch. Nur für dich komme ich hoch.
Oh. Standarte. Sehr gut. Okay, Shortcut-Tür. Ja, direkt die Stacheln abgezogen. Na, ihr beide braucht nichts machen. Keine Sorge, ich brauch nur zugucken. Kein Problem. Okay, das ist die Standarte, da ist die Shortcut. Dann geht's da wahrscheinlich weiter, ne? Und da oben liegt noch was, okay. Hey, wieso bist du... Achso, ich war in der Standarte, ja, okay. Dann war ich hier schon. Ich weiß nur nicht, warum ich das Item hier nicht eingesammelt habe. Den Feuerkessel, den hätte ich fast vergessen. Standarte. Das braucht noch keiner. Okay. Das Wurfmesser. Wurfmesser habe ich in allen Farben und Formen. Ah, warte, warte. Leute, ihr checkt doch den Plan von hinten ran. Viel zu wenig Schaden gemacht. Alter, alle Hits gefressen. Um dann den letzten Hit zu geben. Aber er gibt einen Tigersiegel. Kurz einen Süppeln. Wie komme ich da denn jetzt wieder rein? Da auf jeden Fall nicht her. Ja, super nett alles hier. Super angenehm. Aber so komme ich wenigstens hier rein. Batterie ist schwach, natürlich. Ich benutze den Controller auch schon seit einer halben Stunde. Hier geht's lang und hier geht's lang. Ich denke mal, hier geht's weiter, aber man weiß es wieder nicht. Boah! Hätte man geil parieren können, muss ich zugeben. So zum Beispiel. Oh, hier ist nur ein Lagerraum, nice. Und zwar mit Rang 7 Leder. Und Notiz von irgendeinem Penner. Okay, scheiße. Ich dachte eigentlich... Ich hatte gehofft, Rang 7 Stahl ist auch mit dabei. Aber Hauptsache, es ist eine Sackgasse, das ist doch schon mal gut. Ne, hat man direkt gesehen, dass der nichts kann. Aufgewacht.
Ey, ey, warte, warte! Warte, ich hab eine Idee! Ey, gib den! Gerade bei so vielen ist der super, noch seinen Hund auch noch mit dabei zu haben. Beste Beschwörung, oder nicht? Der Hund. Ey! Bärengalle und Bärengalle. Hallo, hier oben. Zack. Noch eine Guan Yu ist schon wieder hart angeschlagen. Hallo, hoch jetzt. Danke. Oh, er hat mich gesehen, schade. Oder gehört. Ich dachte, ich kann schön. Nice. Oh, wieder ein Level up. Scheiße. Und fast keine Heilung mehr. Bitte, ist das nicht, ne, ist eine normale Fahne, ne? Scheiße, wäre das jetzt eine Standarte gewesen, das wäre so perfekt gewesen. Aber nein. Okay, soweit alles gut. Aber die Standarte. Wo war jetzt die nächste Standarte? Hier geht's, glaube ich, weiter. Naja, da geht's weiter. Das heißt, hier geht's her, ja. Scheiße, das ist es nicht. Also jetzt bin ich wieder zurück, ne? Das ist das, wo ich. Ja, okay. Jetzt mal hier einen Rundlauf. Okay. Das muss also hierher sein. Wahrscheinlich hierher. Hier ist die Standarte, okay. Ja, krass, also die Waffen-Upgrades sind ja so viel krasser als die Level-Updates.
Aber guck mal, ich weiß noch, wie ich 299 hatte und dann irgendwie die 300 gerade geknackt habe und jetzt durch die zwei Waffen-Upgrades 377. Heftig. Das ist heftig, ist ordentlich, ja, absolut. Also die Waffen-Upgrades geben schon krass Bonus. Okay. Oh Mann, jetzt hat er mich gerade noch gesehen beim Umdrehen. Okay, das war gut. Direkt weiter, Leute. Nicht aufhalten mit den Leuten. Wir haben die alle schon gekillt. Krokodil. Will ich ja, wenn dann ganz gerne überraschen. Wartet. Jetzt. Jetzt können wir drauf gehen, Leute. Na, zu spät. Ach, guck mal hier. Hier ist wieder so einer. Komm, geben wir mal hier so ein Kopfstück des Shanui-Soldaten. Plus 4 und 2 Sterne. Dekorativer Knoten. Oh, toll. Toll, super. So, aber da unten sind, glaube ich, auch noch Wege, ne? Das ist hoffentlich hier oben jetzt nur so ein kleiner Extra. Rang 6 Stahl. Ich brauche Rang 7. Drachenadern-Essenz, genau sowas brauche ich. Die Wiederherstellungskraft hat sich halt sehr gut, weil die Heilungen waren schon echt ein bisschen schwach mittlerweile. Das ist sehr gut. Oh, und hier ist noch eine Fahne. Ich glaube, das war's hier oben, ne? Shortcut-Tür zur Standarte. Yes. 23 von 46.000, also die Hälfte. Ja, will ich jetzt auch nichts aufknacken. Jetzt ist er natürlich wieder da. Mhm. Aber hier oben brauche ich gar nicht mehr hoch, ne? Warte mal kurz, orientierungsmäßig. Da ist der Shortcut. Was steht denn da oben noch? Nee.
Da steht einer. Rüstung des Generalleutnants. Plus 4. Das ist alles nicht übel, ne? Leiter geht hoch. Feuerkessel. Boah, wieso hast du irgendwie konnte. Er hat ja die besten Ohren aller Zeiten. Nice. Kleines Fähnchen. Meine Idee ist zwar überhaupt nicht schwer, aber das Level Fun. Ja, ist doch auch super. Level müssen ja nicht unbedingt immer schwer sein. Wenn es Fun macht, ist es am allerbesten. Erstmal unabhängig davon, wie schwer es ist. Jo. Jo, der Schrauber, der Originale. Was geht? Nice, ja, machen wir gleich. Ich muss aber noch zu einer Standarte. Ich komme doch nicht lange. So wie letztes Mal, weißt du, wenn ich eine halbe Stunde rum bin, dann gekillt. Oh, oh, hier ist er ja schon wieder. Hier geht es ja tatsächlich weiter, oder was? Fuck. Jo, schöne Grüße aus dem Chat. Jo, Seth. Heute. Helm des grausamen Tigers plus 4. Oh, ist das eine Standarte? Standarte! Nice. Und es wird gebackt. So. Wie viel bräuchte ich? 46, 10.000. Ja, die hole ich mir dann lieber noch so noch. Und ja, perfekt. Das ist ja hier die perfekte Stelle, um den Cut zu machen. Dann, Leute, ne? Das war's dann für heute mit Wolong. Ich sag mal, macht euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten und Zephyr, wir bleiben in Kontakt wegen Freitag. Und ja, Leute, macht euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns. Haut rein. Gute Nacht euch auch.